Moin moin und hallo. Heute möchte ich euch zeigen, wie man mit einem Multimeter Gleichspannung testen kann, herausfinden kann, prüfen kann. Erstmal Gleichspannung, zum Beispiel Autobatterie oder die Mignon-Zellen oder Knopfbatterien. Ich habe jetzt hier eine Autobatterie, also machen wir es jetzt mal daran. Das gleiche Prozedere, nur mit einer etwas veränderten Einstellung. Am Multimeter könnt ihr natürlich dann auch bei niedrigeren Volt-Bereichen machen. Oder natürlich auch bei höheren. Ne? So, wir machen es jetzt am Beispiel dieser Batterie hier, dieser Autobatterie von 12 Volt, da steht es ja auch. So, die hat zwei Pole, ein Plus- und ein Minuspol. Wir wollen ja jetzt herausfinden, ob wir herausfinden, ohne diese Infos hier zu haben, ne, also da steht ja Plus und Minus, das denken wir uns jetzt weg, ob man herausfinden kann, wo der Plus- und wo der Minuspol ist, mit einem Multimeter und wie hoch genau die Spannung dort ist. So, als allererstes, wir stellen unser Multimeter ein. Hier drin herrscht Gleichspannung. Nicht wie in eurem Stromnetz, da ist Wechselspannung. Batterie, Gleichspannung. Das Gleichspannungszeichen ist dieses hier. Ein Strich und Pünktchen drunter. Wechselspannung ist dieses V mit diesem besoffenen Strich. Gut, jetzt. Also müssen wir uns auf die linke Seite hier einpendeln. Das kann dann euer Multimeter auch woanders sein. Ne? Also achtet wirklich auf das Volt mit dem Strich und dem Pünktchen. So, jetzt die Bereiche. Wir haben ja hier 12 Volt. Das heißt also, wir müssen den Bereich wählen, wo das reinpasst. 20 Volt würde ich mal vorschlagen, nicht wahr? Weil die 20 Volt und die 12, weil die 2 Volt, das heißt, der Bereich würde nur bis 2 Volt gehen, das überschreitet unsere 12 Volt. Und die 200 Volt, das würde auch gehen, nur das Komma würde verrutschen. Also, wir stellen jetzt unser Multimeter auf 20V. 20 Volt Gleichspannung. So, da nehmen wir unsere Kabelfreunde. Der eine rote Kabelfreund kommt in V und Milliampere. Und der schwarze kommt in den Comport. Einfach reinstecken. Und jetzt haben wir ja unsere beiden Messfreunde. Wir machen jetzt erstmal richtig rum. Wir wissen ja schon, wo Plus und Minus ist. Halten diese nun an die Pole dran und sehen 12,74 Volt. So, das heißt also, das sagt uns, hier ist rot, da ist schwarz, da ist Plus, da ist Minus. Sehr schön. Wenn wir aber nicht wissen, wo das ist, können wir wirklich danach gehen. Weil hier wissen wir ja, dass es draufsteht. Also immer, wo das Rote dann drankommt, wenn es auf den Volt-Slot ist, ist Plus. Und der Comport ist immer Minus. Das heißt, wir wissen ganz genau, selbst wenn es da nicht stehen würde, dass hier der Pluspol ist. Ich drehe die jetzt mal um. Und dann sehen wir nämlich im Display ein Minus. Wir sehen ein Minus. Das sagt uns, wir haben falsch rum geklemmt oder falsch rum gemessen. Das heißt, wir drehen wieder um und wissen dann wieder, hier rechts ist der Pluspol. So, und 12,74 Volt ist sogar der Indikator, dass diese Batterie noch recht frisch ist. So, danach machen wir unser Multimeter wieder aus und wissen, wie hoch die Spannung in dieser Batterie momentan ist. Sehr einfach, sehr effizient. Und sehr wichtig zu wissen. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich und gebt mir ein positives Feedback. Und bis zum nächsten Mal. Soon, soon.